So, hallo zusammen, mal wieder, beziehungsweise mein zweites 4K-Video, was ich heute erstelle, diesmal mit einem anderen Spiel. Gestern hatten wir Realm Royale, Battle Royale Spiel, und heute was ganz Gemütliches, Bequemes, zum Ausklang des Tages, ein Farmer-Spiel, Farm Together. Finde ich sehr schön gemacht und läuft auch jetzt wieder, wie gesagt, in 4K. Schön mit 60 FPS, so wie ich das gerne habe. Was können wir mal gucken? Also wer das Spiel noch nicht kennt, auch ein Spiel, das ich sehr empfehlen kann. Auch für ja, jüngere Gamer, sage ich mal, die noch nicht so viel mit Gewalt zu tun haben sollen am besten. Weil hier geht es wirklich nur darum, eine Farm aufzubauen, auszubauen etc. Sich ein Häuschen zu bauen, das kann man auch innen einrichten mit Möbeln etc. Ja, also ich zeig's halt mal jetzt und wie gesagt, ich finde es ganz schön gemacht. Der Grafikstil gefällt mir wieder sehr gut, ich mag diese Comic-Grafik. Auch wenn ich ins Kino gehe zum Beispiel, dann gucke ich mir gerne Animationsfilme an. Ja, ich habe hier mittlerweile einige neue Kostüme oder Kleidung. Können wir uns mal kurz anschauen. Schulmädchen-Look. Naja. Nicht so mein Style, sag ich mal. Anzug passt auch nicht so ganz zum Farmer. Polo-Shirt ganz leger. Oder hier der John Wayne-Look. Western-Look. Ne? Aber ich muss sagen, mir gefällt mein Anfangs-Outfit am besten. Das ist so diesen Farmer-Charakter, finde ich, das passt ganz gut. Dieses Zombie-Augen oder ja, Tarnfarbe im Gesicht, weiß ich nicht, ob man das braucht auf einer Farm. Denke eher nicht. Bleibt immer bei meiner Standard-Gesicht. Kopfbedeckungen aller Art kann man sich auch zulegen. Alles ganz nice, was ich heute gerade gesehen habe. Es gibt es auch so ein Cappy zum Beispiel, sieht ganz cool aus. Oder Wikingerhelm mit abgebrochenen Ohren. Gefällt mir uns damit fast am besten. Wäre vor 2-3 Tagen cool gewesen zur Faschingszeit. Das ist eher albern, würde ich sagen. Das Cappy steht hier auf jeden Fall ganz gut. Mein Spielcharakter hier, meine kleine Farmerin. Hippie-Outfit können auch cool werden, sehen wir jetzt aber nicht, muss erst noch freigeschaltet werden. Ja, ich würde sagen, das Käppi lassen wir mal auf, oder? Steht ja ganz gut, finde ich. So, dann haben wir neu noch Ohrringe sind es hier, glaube ich. Das sieht man natürlich bei der Frisur nicht wirklich. Und rucksacktechnisch. Schulranzen. Camping-Outfit. Oder hier mit Bratpfanne. Für die PUBG-Leute. Ich glaube fast, ich lasse es beim Standard-Rucksack. Ja? Haben wir überhaupt was geändert? Ja. Naja, jetzt haben wir neu, also wollen wir nicht verwerfen die Änderung, sondern nur speichern, genau, okay. Gesten, gibt's da was Neues? Okay, haben wir auch ein paar neue Sachen. Okay, das ist ja positiv. Ist schon eher so ein Freudensprung. Hallo. Ich glaube, das finde ich am positivsten. Das gefällt mir gut, das lassen wir so.
Achso, hier kann ich über Steuerkreuz, weil ich spiele es jetzt heute zum ersten Mal mit Controller, weil es einfach sich gut steuern lässt mit Controller und auch natürlich sau bequem ist. Dann kann ich einfach auf die Couch oder auf den Sessel flözen und muss ich hier nicht über den Schreibtisch krümmen und mit Maus und Tastatur agieren. Das sind also die verschiedenen Gesten, die ich jetzt... Hier kann man verschiedene Sachen auswählen. Aber nicht unbedingt. Es macht vielleicht mehr Sinn, wenn man dann wirklich mit Freunden zusammenspielt, weil es geht ja auch in diesem Spiel, dass man sich besucht gegenseitig und bei der Ernte hilft zum Beispiel. Alles machbar. Machen wir heute aber nicht. Ja, hier schönes Pazifisten. Outfit, das passt ganz gut zu meinen Tanten, glaube ich, das lassen wir so. Speichern. Aber da gibt es noch mehr zu sehen. Ja. Was soll das hier für die Antenne oder was auch immer das sein soll? Was soll das hier sein? Ein Wollknäuel. Oder hier ganz cool. Passt am besten eigentlich zu diesem Style auf jeden Fall. Ich würde trotzdem... Das passt jetzt natürlich nicht so ganz. Also meine Tante passt es am besten. Nicht übertreiben. Das macht auch wenig Sinn. Vielleicht das am besten. Ne? Ja, mein Kätzchen habe ich hier. Da will ich auch keine neue haben. Bin eher so der Katzentyp, brauche also keinen Hund. Oh, ich habe keinen Popschutz am Mikrofon, zumindest keinen extra Popschutz. Naja, kann sein, dass ich gerade ein bisschen gekocht hatte. Was soll denn noch mehr zur Auswahl? Halsbänder. Ja, wow. Lassen wir mal das, was wir haben. Knochen passt eher zum Hund. Nee, lassen wir alles so, wie es ist. Farmhelfer kann ich hier zwar einen auswählen, aber ich weiß noch nicht, wie ich den rufen kann oder ab wann ich den rufen kann. Okay, würde ich mal sagen, stürzen wir uns ins Gefecht sozusagen. Gefecht gibt es natürlich keins, aber stürzen wir uns in die Arbeit. Und wie gesagt, also jetzt das Ganze hier in 4K. Warum ruckelt es jetzt doch ein bisschen oder war das nur am Anfang? Jetzt sieht man die Bodentexturen, das sieht alles. Ich finde die Lichtstimmung sehr schön, der Grafikstil insgesamt gefällt mir wunderbar bei diesem Spiel. Ich mag das einfach. Ja, fangen wir mal an mit der Ernte. Ist übrigens kein Spaß, das Spiel ist richtige Arbeit. Zum Glück habe ich mittlerweile einen Traktor. Aber der verbraucht ziemlich viel Sprit. Deswegen setze ich den nur auf den Feldern ein. Wenn Fisch ist, wie geht's euch? Wenn wir das am Markt abliefern. Zum Eierstand, das heißt auch den Hühnern kann man gucken. Nach unseren Milchkühen müssen wir gucken. Fisch haben wir gerade geangelt. Rein damit. Honigspinnen sind auch soweit, sehe ich gerade.
Beispiel der Gesneblümchen. Ja, das ist unsere Farm aus so einer Art Anhöhe oder Insel, wie auch immer man das nennen möchte. Guckt euch das mal an, ist doch wirklich sehr schön, oder? Schön Design das Spiel. Ja, das Haus, das habe ich mal gebaut quasi. Kann man auch reingehen. Ist doch so ein Szenenwechsel. Aber ist noch ganz nackig hier innen. Da stehen auch die Umzugskästen. Ich habe also noch keine Möbel mir zugelegt. Das wird wohl so der Bad- und Küchenbereich hier werden. Kätzchen ist auch mit reingekommen. Schlafzimmer vermutlich, ja. Und hier so der Wohnbereich und ja, viel mehr gibt es hier nicht in dem kleinen Häuschen. Und jetzt muss ich gerade mal gucken. So geht's nicht. Was haben wir eigentlich als Quests heute? So die Kleeblätter. Müssen wir ernten. Die haben wir beim letzten Mal eingesät. Oder angepflanzt. Aloe Vera. Haben wir genug. Die Jersey Kuh, die muss die Milch geben quasi. Dann müssen wir noch Mohn ernten und das New Hampshire Huhn. Das dürften dann die Eier sein, die wir einsammeln. Kartoffeln müssen wir ernten und die Alpakas, was machen die eigentlich? Keine Ahnung, was man da ernten kann. Ob die auch Milch geben oder was? So, da ich jetzt zum ersten Mal Controller spiele, weiß ich nicht genau, wie ich... Okay, das sind die Emotes. Ich wollte jetzt auch endlich mal gucken. Okay. Und normalerweise habe ich hier so eine Einkaufsliste sozusagen irgendwo. Normalerweise auf der Tastatur mit Q. Ah, jetzt habe ich es hier, okay. Also Y-Taste. Und hier kann man sich jetzt die ganzen Möbel und Accessoires kaufen gegen Diamanten. Machen wir jetzt aber nicht. Wir gehen erstmal ein bisschen an die Arbeit. So, jetzt haben wir Nachtstimmung hier. Auch immer ganz schön, finde ich, von der Lichtstimmung. Schön, oder? Ja, wir arbeiten sogar nachts. Hier haben wir unsere Mohnblumen. So, mal rechts unten gucken. Den Traktor rufen wir mit LT. Und der ist auch schon. So, damit geht das immer ganz flott. Anstatt jede Parzelle einzeln zu ernten und einzeln wieder raus, Sprit sparen, können wir da immer so 9 Felder auf einmal. Na Kätzchen, dir geht's gut wieder. Hm? So, was haben wir denn hier? Hufeisen, Kleeblätter. Mhm. Gut, die haben wir auch in unserer Quest. Die ernten jetzt mal. Und da ist der Sprit schon wieder alle. Leider gerade keine FPS anzeigen, aber es sind stellenweise zumindest auf jeden Fall keine 60 FPS, würde ich mal sagen. Geht noch halbwegs, also ganz butterweich ist es stellenweise nicht. Ne? Das sind meine Alpakas, die wollen erstmal gefüttert werden wieder. Gut, so, ich würde sagen, wir gehen mal in die Tankstelle in der Hoffnung, dass wir ein bisschen Sprit wieder auffüllen können. So, jetzt hat gerade die Jahreszeit gewechselt. Sieht man rechts oben der Eiswürfel, bedeutet, wir sind jetzt in der Winterzeit.
Das ist unsere Tankstelle. Zapfsäule müssen aufgefüllt. Ich habe auch noch nicht so ganz verstanden, warum man da nicht mit Spielwährung bezahlen kann einfach. Muss man sich scheinbar mit Naturalien füttern, das Teil. Aber gut, das finden wir alles noch raus. So, bei den Häschen gibt es jetzt die Möhrchen zu ernten. Ich werde füttern. Ja, ich muss sagen, die Oberflächentexturen, die kommen jetzt in 4K doch sehr deutlich raus. Das ist mir bisher gar nicht so aufgefallen, die Strukturen. Wobei es, glaube ich, heute auch ein Update gab. Also es kann natürlich auch daher kommen. Ach, die frisst mir all die Haare vom Kopf. Kühe, wo bleibt die Milch? Eine Kuh wegschieben hier. So, was ist das jetzt hier? Kartoffeln oder soll das sein? Achso, links oben sehen wir jetzt quasi den Sprit, den wir haben aktuell. Und bei dem großen Feld lohnt es natürlich, einen Traktor einzusetzen. Genau, Kartoffeln. Und hier haben wir auch die Kleeblätter. Ah, Mist, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ja, die Hälfte vom Sprit, den wir hatten, ist schon wieder weg. Sind jetzt die Milchflaschen gewachsen im Boden. Auch ganz schön. Sehr praktisch, die Kühe, die geben gleich Milchflaschen. Fertig verpackt. Also wie gesagt, ohne Traktor. Es ist schon ein bisschen aufwendig, das Spiel. Ne? Muss ja schon ein bisschen Zeit mitbringen. Und auch nicht arbeitsscheu sein. Schön die Kurve geschoben wieder. Ja, Alpakas, was mache ich mit euch? Gibt es bei euch Wolle irgendwann oder was gibt es da bei euch, wenn ihr soweit seid? Kätzchen folgt mir auf Schritt und Tritt. So, jetzt wollte ich noch mal gucken. Nach unten hätte ich auch gucken können, Y wird es ja angezeigt, dass man hier in den Shop reinkommt. Wollte ich aber gar nicht. Ich will die Quests. Das war noch mal was gewesen. Nein. Ah, hier. Kleeblätter. Wir haben jetzt 62 von 250, also da gibt es noch ein bisschen Arbeit. Und Jerseykorn. Wir haben jetzt also 20 mal die Milchflasche scheinbar geerntet sozusagen. Und Mohn haben wir auch genug. Und die Hühner, die Hampshire-Hühner, die haben scheinbar noch keine Eier gelegt. Die Alpakas haben auch nichts geleistet. Heißt, im Moment können wir eigentlich nur warten, wie es aussieht. Außer bei den Kleeblättern.
schon gar nicht gut aus, die Mohnblumen, ja. Okay. Nee, bitte nicht. Internetproblem gerade. Na gut, dann beende ich mal die Aufnahme, sicherheitshalber. Und mache dann später wieder weiter. Scheint ein Problem aktuell mit dem Internet zu geben. Habe ich manchmal momentan mit diesem DLAN-Dosennetzwerk sozusagen, hier mit diesen AVM-Produkten. Warum auch immer, ich weiß nicht, ob die empfindlich gegen Spannungsspitzen sind oder irgendwas, ich weiß nicht, auf jeden Fall. Gibt es wohl gerade wieder ein Problem, muss ich erstmal nachgucken. Also, dann machen wir eine Pause und vielleicht geht es dann morgen weiter oder so, mal gucken. Also dann, ciao, ciao.